Bei Anlieferung der Ziegel ist die Bodenplatte schon vorbereitet. Mit dem Ladekran werden die Ziegelpakete dort platziert, wo sie später gebraucht werden. Mit Porotonziegeln aus gebranntem Ton können Häuser heute optimal gestaltet und wärmegedämmt werden. Das Praxisbeispiel zeigt die Errichtung von einschaligen Außenwänden mit den wärmedämmenden gefüllten Poroton T7P und den ungefüllten Planziegeln T10. Das Anlegen der ersten Mauerschicht beginnt mit dem Auslegen einer Bitumenbahn. Diese horizontale Abdichtungsbahn sichert die Wände zuverlässig vor aufsteigender Feuchtigkeit. Die erste Mörtelschicht muss umlaufend exakt waagerecht sein. Mit dem Lasergerät wird die Höhe millimetergenau ausgemessen. Der Empfänger zeigt durch Pfeile und Dauerton an, ob er auf einer Ebene mit dem Laserstrahl liegt. Es geht um Millimeter. Das macht so ein Laser aus. In der Mauerwerksflucht wird zunächst die höchste Stelle der Bodenplatte ermittelt. Dort wird mit dem Anlegen der Mörtel-Ausgleichsschicht begonnen. Alle tieferen Stellen werden durch den Mörtel ausgeglichen. Bei Planziegelmauerwerk ist dafür Zementmörtel der Mörtelgruppe 3 die richtige Wahl. Der Fertigmörtel wird auf die Baustelle geliefert und muss nur noch mit Wasser angerührt werden. Das ist ein reiner Zementmörtel, der wird also ähnlich hart wie Beton. Eben auch genau aus dem Grund, weil der halt das ganze Haus tragen muss hier in der ersten Schicht. Damit Mörtelreste nicht haften bleiben und antrocknen, werden Arbeitsgeräte sofort nach Benutzung mit Wasser gereinigt. Das Anlegen der Mörtelschicht gelingt mit dem Justierboy auf den Millimeter genau. Das Gerät wird am Schnurgerüst ausgerichtet und ist mit 3 Justierschrauben exakt einstellbar. Durch den Laserempfänger oben am Stab kann die Höhe genau ermittelt werden. Die Wasserwaage zeigt die waagerechte Ausrichtung an. Hier ist Sorgfalt gefragt. Und umsichtige Maurer drehen die Wasserwaage auch noch einmal um. Jetzt wird der Mörtel mit der Maurerkelle oder einer Schaufel auf der Sperrschicht verteilt. Das Abziehen mit dem Richtscheit ergibt eine planebene Oberfläche. Kleine Fehlstellen werden mit der Kelle ausgebessert. Es geht immer die Diskussion, ob das jetzt wirklich schneller geht oder womöglich noch länger dauert, weil man am Anfang die Mörtelfuge aufzieht über weite Bereiche, ohne dass überhaupt ein Stein angefasst wird. Und wenn man dann nachher die Steine einfach nur draufsetzt, dann wird dieser Rückstand wieder aufgeholt, weil das geht dann sehr schnell. Schritt für Schritt wird so die Mörtel-Ausgleichsschicht für die erste Planziegelschicht durchgehend angelegt. Mit der Greifhilfe werden die Porotonziegel sorgfältig auf den Mörtel gesetzt. Die saugfähigen Ziegel ziehen Wasser aus dem Mörtel und stellen dabei eine Verbindung mit dem Mörtel her. Die hier gezeigten Ziegel haben eine Wandstärke von 36,5 cm und sind mit Dämmstofffüllung oder Luftkammern ausgestattet. So weisen sie eine sehr gute Wärmedämmung auf. Die Ausrichtung der ersten Schicht muss besonders genau sein. Entlang der Richtschnur werden die Ecken gesetzt, dann ausgemauert und die Lücken geschlossen. Durch den schnellen Abbindeprozess mit dem Mörtel können die Ziegel nur noch kurze Zeit nach dem Setzen bewegt werden.
Da die Steine bis zu 18 Kilogramm wiegen, ist die Greifhilfe für die Handhabung sehr praktisch. Zollstock, Wasserwaage und Gummihammer helfen beim Ausrichten. Mit der wassergekühlten Blocksäge können auch gefüllte Porotonziegel sehr genau zugeschnitten werden. Bei der Arbeit an der Säge ist es wichtig, einen Gehörschutz zu tragen, denn die hohen Frequenzen können die Ohren schnell schädigen. Mit einem zugesägten Passstück werden die Lücken geschlossen. Damit ist sichergestellt, dass die Außenwand an jeder Stelle dieselben Eigenschaften besitzt. Wärmedämmung ist vor allen Dingen eingeschlossene Luft in winzig kleinen Kammern bei möglichst geringer Masse. Deswegen versuchen wir natürlich in solchem Mauerwerk große Lufteinschlüsse zu vermeiden, weil da die Luft wieder drin zirkulieren kann und die Wärme von der Warmseite zur Kaltseite transportiert. Die winzigen Luftporen in dem porosierten Ton und in der Füllung mit Perlitkügelchen bremsen den Wärmetransport durch den Porotonziegel erheblich ab. Das Mauerwerk hat durch seine geringe Wärmeleitfähigkeit von Lambda 0,07 nahezu Dämmstoffqualität. Die trockenen Porotonziegel ziehen das Wasser aus dem Mörtel und sorgen so für eine zügige Belastbarkeit der ersten Mauerwerkschicht. Je nach Witterungsbedingungen kann sehr schnell die zweite Schicht gemauert werden. Dafür muss der systemkonforme und mitgelieferte Poroton-Dünnbettmörtel mit Wasser angerührt werden. Im Anrühreimer wird der Trockenmörtel mit der angegebenen Wassermenge klumpenfrei verrührt. Nach ca. 5 Minuten Quellzeit muss die Masse noch einmal durchgerührt werden. Da sind Zuschlagstoffe drin, die halt aufquellen und das Wasser binden, damit der trockene Porotonstein eben dem Mörtel nicht sofort das Wasser entzieht und damit verhindert, dass der Zement abbinden kann. Weil der Zement braucht das Wasser über einen gewissen Zeitraum, um seine Endhärte zu erreichen. Naja, ist es wichtig, dass eben der Mörtel sein Wasser festhält. Die Mörtelrolle wird mit einem Baugeräteschutz eingesprüht und auf die jeweilige Wandstärke eingestellt. So kann der Dünnbettmörtel vollflächig und in gleichmäßiger Dicke aufgebracht werden. Wenn wir also den Mörtel eingefüllt haben, stellen wir das Gerät auf Betrieb und dann haben wir hier eine Fuge von 2 mm. Ich hoffe, die ist aus. Ja, kommt etwa hin. Da kommt der Mörtel genau in dieser 2 mm Stärke jetzt raus und wird dann genau hier direkt im Nachgang von diesem Blech wieder abgestreift. Und fällt dann quasi berührungsfrei wie so ein Rollrasen, sage ich mal, auf diesen Stein drauf. Durch kontinuierliches Ziehen der Mörtelrolle werden die Porotonziegel vollflächig benetzt. So werden die Mauerwerkschichten kraftschlüssig miteinander verbunden. Die Außenwand bekommt ihre optimale Festigkeit und Stabilität. Auf der etwa 2 mm dünnen Auftragsschicht werden die Porotonziegel gesetzt und mit der Wasserwaage ausgerichtet. Zwischen den zuerst platzierten Ecksteinen wird die Richtschnur gespannt und daran entlang Ziegel für Ziegel gesetzt. Wichtig: Die Ziegel müssen von Schicht zu Schicht um mindestens 10 cm versetzt werden. Durch diese sogenannte Überbindung werden Lasten im Mauerwerksverband günstig verteilt und gleichmäßig nach unten abgeleitet. Spannungsspitzen im Mauerwerk mit der Folge von Rissen können so zuverlässig vermieden werden. Das Besondere bei diesem Ziegel ist eigentlich, dass er ein Ziegel ist mit einer Dämmstofffüllung. Und diese Dämmstofffüllung bewirkt eigentlich, dass er trotz einer robusten Stegstruktur, die wir hier sehen, eben immer noch sehr gute Wärmedämmeigenschaften hat. Das Material ist gefestigt in dem Ziegel, sodass es dann auch bei der Verarbeitung nicht herausfallen kann. Je mehr Löcher Sie hier über eine in Reihe geschaltete Linie sehen, umso besser ist genau genommen die Wärmedämmung der Ziegel.
Für die sichere Befestigung von Tür- und Fensterrahmen werden bei Bedarf teilbare Laibungsziegel eingesetzt. Mit der Säge können sie zuverlässig geteilt und so mit der geforderten Überbindung im Mauerwerksverband eingesetzt werden. Die Verbindung zum Beispiel von Innen- und Außenwand geschieht durch die sogenannte Stumpfstoßtechnik. Die kraftschlüssige Verbindung der beiden Wände wird durch einen Flachstahlanker erreicht. Diese flachen Maueranker aus rostfreiem Stahl können nach statischer Erfordernis oder zumindest alle 2 bis 3 Schichten gesetzt werden. Die Arbeitsgeräte sollten nach jedem Arbeitsgang gesäubert werden. Über die Mittagspause oder sonstigen Arbeitspausenverzögerungen wird die Maschine halt in Wasserbad gelegt, um vorzeitige Abbinden oder eben das Austrocknen des Mörtels auf dem Metall des Gerätes zu verhindern. Antrocknende Mörtelreste würden die Mörtelrolle schnell unbrauchbar machen. Während der gesamten Bauphase sollten die Wände so trocken wie möglich bleiben. Am Ende des Arbeitstages bekommt die oberste Mauerwerksschicht daher eine Folienabdeckung als Witterungsschutz gegen Nässe. Gegen Wegwehen kann man sie gut mit Schalbrettern oder Mauersteinen sichern. So bleibt die Wand weitgehend trocken und entfaltet ihre wärmedämmenden Eigenschaften von Anfang an. Eine Zusatzwärmedämmung ist nicht erforderlich.